Intelligenz, Schönheit, immer volle Limo-Gläser? Wow! Ja, und damit zurück zu South Park. Noch mal kurz eine Aufnahmepause. Hier, Schnucki! Wobei, die erste Aufnahme lief nicht so gut wie geplant. Hier, Schnucki! Oh. Ja, ja. Ich hab dich schon beim Reinkommen gerochen. Ja, ja, ja. Ja, die erste Aufnahme lief nicht ganz so geplant. Weil ein Treiber-Update hat meine. Nein, ein Windows-Update hat meine Treiber zerschossen. So. Das habe ich nämlich alles schon gemacht, auch was jetzt gleich kommt. Aber weiter habe ich noch nicht gespielt, bis ich dann festgestellt habe. Schwarzes Bild. Hier, Schnucki! Kriege ich noch ein paar Fun Fries? Eins von unseren Raisin Girls kommt gleich! Okay. Ist der nicht total süß? Er verdrückt jedenfalls eine Menge Wings. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow, ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Tja, schon mal was vom Zika-Virus gehört? Noch eine Ladung Wings, Süßi? Na, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig. Verschwinde, das sind meine Frauen. Welcher Superheld bist du? Super, warte. Oh mein Gott, die Mission, meine Superheldenkollegen. Ich hab das komplett vergessen. Weg von mir, Verführerinnen. Moskito weiß genau, was sie hier versucht. Was soll das denn heißen? Die Raisin Girls sind Moskitos Kryptonit. Du musst mich hier rausholen. Okay, hier hast du die Rechnung. Haha, von wegen. Ihr wolltet mich verführen, das zahle ich nicht. Du musst Trinkgeld geben, Wichskopf. Kampflos werden die uns nicht gehen lassen. Dann mal los. Moskito muss jetzt gehen. Nie im Leben. Was haben wir dir gesagt, Mr. Moskito? Überall nur Loser. Wie die da. Aber ich kann doch nicht gehen, ich habe gerade Limonade bestellt. Willkommen im Team. Dich müssen wir komplett umstylen. Prügel Moskito mal ein bisschen Verstand ein. Er ist so kribbelig. Frissen und weg. Verdammt, Kleid, ich prügle dir noch Vernunft rein. Guter Schlag, Schätzchen. Ja, ja. Du bist echt stark. Kostüme. Ich hatte auch mal so ein Kostüm, aber oben war es eher ein Babydoll-Top mit gerafften Schultern. Und dazu super süße Leggings mit so einer Art Libellenmuster. Ja, komm, wir sind die Witz. Cool and Friends für immer. Zeig uns, was du drauf hast. Ist ja schon mal safe. Jetzt nehmen wir den. Kann, glaube ich, komplett besinnen oder so. Zack rein! Fühlt den Zorn von Humankind! So, die auch gleich weggeputzt. Pew, pew! Kleiner Rückschlag! Ja. Bestellt ihr Süßen? Welches Blut! Lasst meinen Schatz in Ruhe! Ihr braucht schon Physik! Ha. Nur das Fliegen zwischen den Zähnen! Lass nächstes Mal lieber den Mund zu! Hau sie weg, Neuer! Als wäre ich in Arizona. Ja. Ihr habt verloren. Los, das ist unsere Chance. Diese Mädchen sind mein Kryptonit und du hast mich gerade noch gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld, Arschheld. Was ist dein Kryptonit? Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist. Nö. Irgendwelche Phobien? Emotionale Traumata?
Komm, es muss doch was geben. Nö. Ist schon okay, ich bin in deinem Team, Arschkind. Mir kannst du es sagen. Na gut. Zeig mir mal dein Charakterprofil. So, jetzt muss man auswählen. Kicken wir ihn hier. Ja, empfindlich sein. Lass dir Zeit. Das ist eine wichtige Entscheidung und über dein Leben. Raisins Girls, diese Verführerinnen. Kann ich dir nachempfinden. Super, erledigt. Dein Kryptonit ist offiziell notiert. Moskito macht eine Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Cool, Freund. Moskito. Zack. Du machst das ziemlich gut, Neuer. Komm zum Kuhn-Versteck, wir sollten deinen Charakter ausbauen. Kuhn-Ende. Wir sind ein Minderjähriger und nähern sich einem Rauschmittel. Ja. Schnell rein. Wohin des Wegs? Wir sehen uns. Falsche Taste. Ins Kuhn-Versteck. Fick dich, Mom. Aha, ich hasse die Tür. Du drückst rechts zum Reingehen und der geht von alleine und dann gehst du wieder raus. Dich, Mom. Ich hasse die Tür. So. Ah, Wunderarsch, setz dich. Für einen Jungen hast du eigentlich echt schöne Haare. Du bist doch kein Hippie, oder? Miss? Okay. Wie läuft's da draußen? Gutes Gespräch. Ich finde, du hast Potenzial. Und irgendjemand kriegt dich als Sidekick. Glückwunsch. Ich wollte mal über deinen Superheldencharakter reden. Er ist ziemlich scheiße, finde ich, und ich werde dir zwei Klassen gestatten. Such dir noch eine Fähigkeit aus. Welche Fähigkeiten willst du deinem Repertoire hinzufügen? Okay. Freunde stärken oder Feinde schwächen kann. Cyborg! Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Elementarist! Ja. Ah, ein Elementarist mit der Macht über die Erde und so. Ein Held braucht auch einen Sinn für dringlich Cyborg, Herz aus Stahl und normale Menscheneier. Das sagt er nichts. Ein Psychiker wie Professor X. Das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ich hätte ein Elementarist wie Storm oder Captain Planet. Die beiden passen gut zusammen. Aber jetzt müssen wir deine Hintergrundstory noch ändern. Gehen wir also zurück zu dieser schicksalhaften Nacht, als du klein warst. Du lagst wach in dieser Nacht, aber diesmal, weil du die Welt sicherer machen wolltest. Du gingst zum Spiegel. Oh,
Spiegel. Du dachtest dir, wird mich hier jemand lieben? Und dann hörtest du ein Geräusch. Aber es war ein Babywein. Auf dem Flur saßen zwei Kerle ein hilfloses Baby angreifen. Du musstest unbedingt eingreifen. Du wusstest, du kannst sie aufhalten und benutztest zum ersten Mal deine neu entdeckten Kräfte. Du musstest ihnen das Handwerk legen. Den größten hast du in eine Eiszelle gesperrt. Ja. In der Kälte gefangen, musste der Eindringling tatenlos aussetzen. Hey, du kannst Leute nicht einfach so überspringen! Ja, für wen hältst du dich überhaupt? Die Einbrecher kamen näher. Nahe genug, um von einer Sandfalle erwischt zu werden. Schön. Ich glaube, das Kind hat irgendwie Macht über Eis und Erde! Unmöglich! Du hast dich schnell geheilt und deine Kräfte gesammelt. Ja. Wie benutze ich das jetzt? Ich drück A. Nee, Verwendung ist verstanden. Nee, ich muss hier einstellen. Ja. Ich glaube, ich gehe mal hier rüber. Oh Mann, endlich darf ich dem Scheißkind eine reinzimmern. Du hast den Schlag einfach weggesteckt und deinen ultimativen Angriff vorbereitet. Mit der Kraft von Eis, Wasser, Blitzen und Erde entfesseltest du einen elementaren Ansturm. Chirol. Na bitte! Oh. Okay, wir müssen wieder aussetzen. Ah! Oh, ich bin geschockt! Geil. Oh. Bin rein geschockt. Ja, ja, bla bla, okay. Du hattest gesiegt. Du nahmst das Baby, um es in Sicherheit zu bringen, und dann passierte das Unvorstellbare. Du sahst deinen Dad, deine Mom ficken. Und ab da musstest du mit dem Trauma leben, dass du, weil du ein Baby gerettet hast, nicht verhindern konntest, dass dein Dad deine Mom fickt. Ziemlich krass, Mann. Tut mir echt leid. Du willst bestimmt wissen, wieso. Wieso dein Dad deine Mutter gefickt hat. Aber die Antwort musst du selbst finden. Cool and Friends Alarm! Cool and Friends Alarm! Ernsthaft, Leute! Alarm! Alarm! Cool and Friends Alarm! Ihr Kuhn, was ist los? Kuhn, die Freedom Bells! Was haben sie diesmal getan? Kommt schnell zur Main Street, beeilt euch! Wir kommen! Kuhn! Ende! Okay, es könnte sein, dass du deine neuen Kräfte gleich brauchst. Mir nach! Kräfte. Ja. Der Schock ist echt geil.
Das Eis zum Aussitzen. Selber heilen und Kräfte verstärken ist auch geil. Ich glaube, das ersetze ich. Ich lasse dafür den Plasmastrahl. Ich ersetze den hier. Sand. Stecken die alle fest. Oder selber heilen, ja. Beziehungsweise verbindet er selber ist natürlich. Mach mal Heilung rein. Gut. Nicht trödeln, Wunderarsch! Hier lang, Wunderarsch, Richtung Bushaltestelle! Mein Kuhnsinn dröhnt, die Freedom Pairs sind unterwegs, es wird zur Konfrontation kommen! Ja, hier lang, zur Bushaltestelle! Begleitmissionen sind zum Kotzen! Okay. Ach, verdammt. Gleich da. Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Ja, noch ein bisschen. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Nicht da lang, Hauptstraße. Die Freedom Pearls sind auf der Hauptstraße und wir nicht, weil wir auf dich warten. Ja. Du arbeiten, erinnerst du dich, Twig? Ja, ich war... Du hättest mir folgen sollen, als ich Coon & Friends verlassen hab! Ich mag Coon & Friends! Weil du deine eigenen Filme hattest! Zum Glück bist du hier! Die gehen voll ab! Super Craig musste Filme haben, bevor Wonder Tweak vorgestellt wurde! Es hätte sonst keinen Sinn gemacht! Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn! Weil du ein Verräter bist und jetzt bist du bei den Superverrätern! Ihr habt doch angefangen! Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere! Wir waren's nicht, die diese scheiß Franchise verlassen haben! Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf! Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, du Mistkerl. Ja. Timmy! Was für ein Wichser! Kümmert euch um diese Arschkranken! Es ist ein großer Fehler, sich mit Coon & Friends anzulegen. Bereit, Feinde, in Machgeschwindigkeit fertig zu machen. Ich glaube, die Mama ist mal. Twig ist verletzt. Überraschung. Ich bin Wonder Twig, Verfechter der Gerechtigkeit. Voll schwul. Selber schwul. Lahm. Nein, du bist lahm. Du bist der lahmste Lahm aus aller Zeiten. Das war auch lahm. Ich bin drin. Okay. So, wir haben Flaschendingsbums. Nee. Pew, pew. Ah, scheiß Laser. Los geht's. Ah, 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 ah.
Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Echt düster, Alter. Auto! Los, hopp jetzt! Ich hab noch was vor heute. Halt's Maul, es ist Civil War, Arschloch. Okay! Okay. Also los. So sieht's aus, Pyjama-Pals. So, und festgenagelt. Tupperdose hält alles frisch. Tupper-Tornado! Vielleicht bringt dich das zur Vernunft. Ah, wieder verpeilt. Jetzt aber schnell. Ich werde über das Böse triumphieren. Und damit meine ich dich. Wen, mich? Ja, super Klimasteuerung. Der Neue wird euch vermöbeln, Freedom Pals. So, super, dass ihr jetzt hintereinander steht. Finde ich super, super. Oh. Au! Laser online! Pew, pew. Kalt, du bist im falschen Team! Hier kommt dein Tod. Keine Gnade. Geht's, Humankind? Jawohl, 100%. Da muss ich glaube aussitzen, ja. Vektoren berechnet. Angriffssequenz beginnt. Super Tornado aktiv. Denkst du immer noch, ihr seid die Guten? Ja. Bereit, Gas zu geben. Tweak, beruhig dich! Nein, du beruhigst dich! Überleg dir gut, was du tust! Mit dem nicht machen. Heilen bringt nichts. Du kannst das nicht sehen! Gib mir den mal einen Schuld. Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Schnapp sie, der Tiger! Beeilen wir uns! Wir müssen ihr Leben überdenken!
zwar diesmal knapp. Also ein bisschen schon. Gute Arbeit, Neuer. Allmählich hast du den Dreh raus. Warte mal, was ist mit Kuhn? Oh, scheiße, schnell! Kuhn, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen. Er hat total mein Gehirn vergewaltigt. Alles okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmys Handy. Wirklich? Ganz bestimmt ist er auf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Super Craig kann es analysieren. Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Kunstagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Okay. Rathaus war da irgendwie, ne? Grundschule, Kirche. War das im Gemeindezentrum? Ja, ich glaube, Gemeindezentrum war das. Wohin des Wegs? Kuhn. Ich hab den noch mal. Recht schaffen! Wir sehen uns! Fick! Dich! Mom! Da bist du ja, Wunderarsch. Na gut, an die Arbeit. Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Timmys Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau in South Park hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pals glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pals sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pals Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunderarsch traut keinem, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch! Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem! Hä? So läuft das, Idiot! Unsere Dads haben unsere Moms gefickt! Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt, deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich! Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt, das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanztattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Kostüm ablegen. Ja.
Da weiter links wohl mir. Mama? Papa? Wie kommst du überhaupt mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Ja, ich habe gesagt, wir wissen von den Genderproblemen unseres Kindes. Du dumme Schlampe! Du versaust uns noch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin! Oh. Kein Hunger. Na gut, dann gehen wir ins Bett. Oh, warte mal. Und der fordert schon wieder heimlich das Zeug. Ja, dann gehen wir mal schön ins Bettchen. Die Kiste. So. Dann gehen wir mal schön schlafen. Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Nacht, Mami. Die Nacht. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Kuh. Wieder verwandelt und sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!